So, Herr Syring, jetzt kommen wir zu Jesaja 6. Wie viele Flügel hat ein Seraphim? Das war meine Prüfung in Bibelkunde. Ich saß damals im Landeskirchenamt in Bielefeld und wusste ziemlich genau um mein Nichtwissen, was Bibelkunde angeht. Einige Sachen konnte ich ziemlich gut, aber andere Sachen, naja, nur so am Rande. Das Buch hat 1400 Seiten, je nach Ausgabe. Wer kann da schon alles wissen? Und die Frage, wie viel Flügel ein Seraphim hat, hat mich noch nie wirklich beschäftigt und auch nicht so richtig interessiert. Aber der Prüfer guckte mich an. Mit großen Augen saß er da, erwartungsvoll, und wartete. Ich habe dann überlegt, also wenn er schon fragt, 2 wäre zu einfach. Habe ich gedacht, 4. Und dann sackte er so in sich zusammen und sagte, nee, 6. Also, ein Seraphim hat 6 Flügel, falls ihr das mal gefragt werdet. Und jetzt kommt der Text dazu. Der steht tatsächlich bei Jesaja 6. Kann man sich ja merken, Jesaja 6, 6 Flügel hat der Seraphim. Hinterher ist man immer schlauer. Also, in dem Jahr, in dem König Usia starb, hatte ich, Jesaja, eine Vision. Ich sah Gott auf einem hoch aufragenden Thron sitzen. Die Schleppen seines Gewandes füllten die ganze Tempelhalle aus. Seraphim standen dienend vor ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 verhüllte er sein Gesicht, mit 2 seine Beine und mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Sein herrlicher Glanz erfüllt die ganze Erde. Sie riefen so laut, dass die Türschwellen im Tempel bebten. Das ganze Gebäude füllte sich mit Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Und doch habe ich den König, den Herrn Zebaoth, mit eigenen Augen gesehen. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. In seiner Hand hielt er eine glühende Kohle. Die hatte er mit einer Zange vom Altar genommen. Damit berührte er meine Lippen und sagte, wenn ich jetzt deine Lippen berühre, ist deine Sünde verschwunden und deine Schuld vergeben. Dann hörte ich Gott sagen, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich antwortete, hier bin ich, sende mich. Er sagte, geh und sprich zu diesem Volk. Entschuldigung. Er sagte, geh und sprich zu diesem Volk. Hört nur zu, doch kommt nicht zur Einsicht. Seht nur hin, doch erkennt nichts. Verhärte das Herz dieses Volkes, verstopfe seine Ohren und verklebe seine Augen. Es soll mit seinen Augen nicht mehr sehen und mit seinen Ohren nicht mehr hören. Sein Herz soll nicht zur Einsicht kommen. Es soll sich nicht ändern und nicht wieder heil werden. Ich fragte, aber Gott, wie lange soll das so bleiben? Er antwortete, bis die Städte verödet und unbewohnt sind und die Häuser menschenleer, bis das Ackerland zur Wüste geworden ist. Denn Gott wird die Menschen weit wegführen, dann wird das Land einsam und verlassen daliegen. Selbst wenn noch ein Zehntel darin übrig bleibt, wird das Land wieder kahl gefressen. Es geht ihm wie einer gefällten Eiche oder Terebinte. Sogar die Triebe, die aus dem Stumpf wachsen, werden wieder abgefressen. Doch der Stumpf bleibt. Er ist wie ein heiliger Same, aus dem Neues wächst. Soweit die Szene, die irgendwo im Himmel spielt. Da sind sie also, die Seraphim. 6 Flügel. Und in ihren Lobgesang stimmen wir ja auch ein, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern. Dieses heilig, 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 das wir dann singen, das kommt genau aus dieser Textstelle.
Wir vereinen unsere Stimmen mit den Stimmen der Seraphim und bringen die Türschwellen des Tempels zum Beben. Bisher sind unsere Kirchen, wenn ich das richtig sehe, einigermaßen stabil und halten das aus. Das ist doch schön. Wie das so ist, wenn man so eine Erscheinung hat, wenn man Gott sieht, Jesaja hat Angst, große Angst. Das scheint eine ganz natürliche Reaktion zu sein, deswegen sagen die Engel ja immer als erstes, fürchte dich nicht, du brauchst keine Angst zu haben, trotz allem, was da gerade geschieht. Das ist ja in der Weihnachtsgeschichte auch so, wenn die Hirten zu den Engeln kommen, das Erste, was sie sagen, ist, ganz ruhig, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Warum hat Jesaja Angst? Ich habe den Eindruck, er fühlt sich so unwürdig für diese Situation, weil er ganz genau weiß, dass er da eigentlich nichts zu suchen hat. Er ist nicht der perfekte Mensch. Er weiß um seine Abgründe, um seine Macken. Und Gott wäre ja nicht Gott, wenn er Jesaja dann einfach so lassen würde, mit seinen Zweifeln und seinen Unsicherheiten und seinem Gefühl, nichts wert zu sein. Gott schickt so ein Lichtwesen, so einen Seraphim mit den 6 Flügeln zu Jesaja. Und dann treten die beiden in Kontakt und sprechen miteinander. Und das Lichtwesen, der Seraphim, der macht etwas ganz Spannendes. Er nimmt vom Altar eine Kohle, weiß nicht, ob er das mit einer Zange gemacht hat oder so, und hält sie Jesaja dann auf die Zunge. Also Jesaja soll endlich aufhören mit diesem ganzen Geschwafel, ich bin nicht würdig und so. Er macht die Zunge quasi frei, frei von dieser Angst, frei von dem, was es so besetzt. Das Lichtwesen kommt und entschuldet Jesaja. Heute würde man vielleicht sagen, er drückt bei Jesaja so den Reset-Knopf, sodass der Computer wieder runterfährt und wieder ganz neu hochfährt und wieder so ist, wie es eigentlich sein soll. Jenseits von allen Softwareproblemen. Gott stellt Jesaja wieder her, macht ihn so, wie er sein kann, wie er sein soll, so, wie Gott ihn sich gedacht hat. Und dann ist Jesaja bereit und er hört einen Auftrag. Und der Auftrag, den er jetzt bekommt, der ist nicht so richtig fetzig, nicht so schön, nicht furchtbar attraktiv. Eher im Gegenteil, er soll Israel darauf vorbereiten, dass jetzt ganz harte Zeiten kommen. Die Geschichte spielt ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus. Das ist die Zeit, kurz bevor Israel ins babylonische Exil deportiert wurde. Also die ganze Oberschicht des Volkes wurde mitgenommen und im babylonischen Reich angesiedelt. Und nur ein kleiner Rest durfte im Land bleiben. Das war also die Zeit von Massendeportationen. Das kann man sich vermutlich gar nicht schlimm genug vorstellen. Und Jesaja hört dann, obwohl es so schlimm ist, dieser Rest, der noch bleibt, der hat allen Grund zur Hoffnung. Denn dieser Rest hat es in sich, in dieser Leere, in dieser Öde, die da jetzt entsteht in Israel, da keimt wieder Hoffnung. Da ist noch eine Wurzel, aus der Triebe kommen. Und auch wenn die Triebe sofort wieder weggefressen werden, das ist nicht der Endzustand. Die Wurzel bleibt und daraus wird etwas Neues wachsen. Was würdet ihr euch wünschen? Was sollte aus so einer Wurzel wachsen? Thank you.
Was soll wachsen aus so einer Wurzel? Was brauchen wir, damit Hoffnung keimt? Das ist ja so, unser Leben ist manchmal federleicht, da stapfen wir durch die saftigen grünen Wiesen und manchmal sind wir auch eher so niedergeschlagen, wenn wir durch das Tal der Trauer gehen müssen. Wenn es nicht so läuft, wie wir das gerne hätten, kennen wir ja alles. Manchmal ist es stockdunkel und manchmal überhell und manchmal auch irgendwo dazwischen bei den vielen Graustufen, die es ja auch gibt im Leben. Unser Problem als Menschen ist aber doch, dass wir denken, dass die schlimmen Tage meistens überwiegen, oder? Neulich habe ich gehört, dass jemand sich darüber entsetzt hat, dass ich immer so fröhlich bin. Da habe ich gedacht, ja, soll ich jetzt depressiv werden, damit es dir besser geht? Das kann ja nicht die Lösung sein. Ich bleibe mal vorläufig dabei, dass ich gerne fröhlich bin. Immerhin haben wir ja eine gute Nachricht, ein Evangelium. Und trotzdem haben wir ja die Tendenz, dass uns die schlechten Tage immer so unendlich lang erscheinen. So dass wir dann also den Kopf hängen lassen und den Eindruck haben, das Elend, in dem wir uns gerade befinden, das geht nie zu Ende. Dann sind wir selbst auch irgendwie im Exil. Dann haben wir uns entfernt vom Leben, wie es sein kann und zu dem die schlechten Tage ja halt auch mit dazugehören. Und manchmal haben wir auch den Eindruck, Gott habe sich von uns entfernt und Gott sei ins Exil gegangen, weil er keinen Bock mehr hat auf uns. Das kann ja alles sein. Und wir verlieren diese heilige Wurzel, diesen Stamm aus den Augen und sehen die ganzen kleinen Keime, die da zum Licht möchten, gar nicht. Und deshalb kommt uns diese Frage von Jesaja ja auch so bekannt vor. Gott, wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange soll das jetzt noch dauern? Ich kenne diese Frage nicht nur aus dem persönlichen Bereich, sondern auch mit dem Blick auf unsere Kirche. Ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass die Kirche als Institution in eine massive Krise reingeschlittert ist. Also wir sind ja weit davon entfernt, volle Kirchen zu haben. Wir sind weit davon entfernt, dass unsere Kirchgemeinden wachsen. Aber es ist, wie es ist. Soll man jetzt deswegen den Kopf hängen lassen oder nicht vielleicht doch lieber gucken, ob da schöne Blümchen wachsen? Irgendwo. Vielleicht auch jenseits des Weges, den wir schon so viele Jahre gegangen sind. Auch als Kirche habe ich manchmal den Eindruck, wir sind im Exil. Das ist auch überhaupt keine neue Erkenntnis. Schon Luther hat 1520 in diesem großen Reformationsjahr eine seiner bekanntesten Schriften geschrieben und die hieß von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Also schon da, vor 500 Jahren, hatte er den Eindruck, Kirche sei eingesackt und ins Exil geführt worden. Keimt in uns noch Hoffnung? Sehen wir noch die Triebe? Ist unser Vertrauen stark genug? Auch in dem Sinne, dass wir Kirche ja sowieso nicht machen können, sondern Gott macht ja Kirche. Und wir können Gott vertrauen, dass er auch uns nutzt, damit sein Wille umgesetzt wird. Hier im Geist oder unten in Bühler. Und gegen alle Mutlosigkeit setzt Gott bei Jesaja die Hoffnung. Auch wenn jetzt der Untergang nahe zu sein scheint, das ist nicht das letzte Wort. Danach geht es weiter, da sprost etwas Neues. Genauso wie wir ja häufig vergessen haben, dass der Karfreitag nur Durchgang ist. Der Karfreitag ist ja nicht Selbstzweck und nicht das Ende des Weges. Danach geht es ja weiter, da kommt ja die Auferstehung, danach kommt ja Ostern. Und dann 50 Tage später kommt Pfingsten, die große Begeisterung, die sich ausbreitet. Halleluja! Und diese glühenden Kohlen nochmal. Heißt das, dass Jesaja unter Schmerzen, das tut ja sicher weh, so eine Kohle auf die Zunge gelegt zu bekommen, dass Jesaja unter Schmerzen etwas loslassen muss, was ihm eigentlich ziemlich lieb geworden ist? Also sein Lieblingsleid, sein Lieblingselend, dieser goldene Käfig, in dem wir uns eingerichtet haben? Dass wir tatsächlich sagen müssen, okay,
den sollten wir eigentlich verlassen? Wir sollten vielleicht doch mal wagen, etwas Neues auszuprobieren? Wir haben ja alle unsere Lieblingsleiden, in denen wir uns so eingerichtet haben. Wenn wir nichts mehr haben, unser Lieblingsleiden, das haben wir immer bis zum Schluss. Brauchen wir das tatsächlich, um zu leben? Können wir unseren Blick auch neu justieren auf etwas anderes? Wir hatten gestern 300-Meter-Schießen. Wir haben ja 300-Jahr-Feier in Güder im Moment und gestern war am Schießstand so ein 300-Meter-Schießen, zu dem jeder, der wollte, eingeladen war. Ich bin dann auch dahin gegangen, dachte als Pfarrer und Teil des Organisationskomitees der 300-Jahre-Feierlichkeiten wäre es gut, wenn ich da auch mal schießen würde. Bis dahin habe ich noch nie geschossen, mein ganzes Leben nicht. Jetzt lag ich da also auf dem Boden im Schießstand, hatte so ein Sturmgewehr plötzlich da und wusste gar nicht so recht, wie ich das jetzt anfassen sollte. Mein Problem ist, dass ich mit dem linken Auge eigentlich nur korrekt sehe, mit dem rechten kann ich nur so grob Umrisse wahrnehmen, aber Rechtshänder bin. Und das ist fürs Maschinengewehr quasi ein Ding der Unmöglichkeit, das funktioniert nicht. Dann habe ich also mich irgendwie versucht, da dran zu lehnen, habe dann das erste Mal auch geschossen und dann fing der ehemalige Konfirmand, der mich instruiert hat, wie das nun mit dem Schießen funktioniert, an, mit seinem Sackmesser zu justieren. Erst da eine Schraube drehen, dann da eine Schraube und im Laufe der Zeit wurde mein Treffen immer besser. Es war immer noch desaströs schlecht, aber durch das Justieren der Optiken wurde es besser. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir müssen unsere Optiken auch gelegentlich neu justieren, damit wir andere Sachen wahrnehmen. Nicht immer nur das, was wir schon immer gesehen haben, sondern eben auch da, diese kleinen Triebe, die aus der Wurzel rauskommen. Und eben auch für uns als Kirche, was müssen wir als Kirche loslassen, was uns so lieb geworden ist im Laufe der letzten 500 Jahre? Vielleicht gibt es einen Haufen Sachen, die damals gepasst haben, die damals gut waren, die heute aber nicht mehr passen. Viele von den Kleidungsstücken, die ihr als Kind bekommen habt, die passen euch jetzt nicht mehr. Ich vermute alle. Und da ist es doch gut, wenn wir dann zwischendrin uns auch mal was Neues anziehen. Wenn wir gucken, was passt denn jetzt? Manchmal schadet es auch nicht zu gucken, was ist gerade modern. Vielleicht ist da ja auch was Schönes drin. Und wenn es sich nicht bewährt hat, kann man es dann nachher wieder zur Seite legen, in die Altkleidersammlung zum Wiederverwerten. Was müssen wir als Kirche loslassen? Im Moment habe ich auch nur die Frage, ich habe noch keine Antwort. Aber ich bin zuversichtlich, dass uns die Antworten im Laufe der Zeit entgegenkommen. Und ich wünsche mir manchmal, dass uns auch so etwas Ähnliches passiert wie Jesaja, dass wir wieder in Kontakt kommen mit Gott. Vielleicht nicht ganz so brutal den glühenden Kohlen auf unserer Zunge, aber doch so, dass wir Gottes Ruf für unser Leben hören, dass wir das wahrnehmen können. Auch wenn unser aufgeklärter Verstand sofort sagt, nein, nein, sowas wie Jesaja damals passiert ist, das ist sowieso nicht in echt passiert, das ist nur aufgeschrieben und sowas wird hier auch nicht passieren. Aber wir können es ja auch erstmal wahrnehmen, dass Jesaja eine Erfahrung gemacht hat, die sein Leben verändert hat. Er hat einen Ruf gehört, einen Ruf für sein Leben. Wie auch immer das passiert ist. Aber offensichtlich ist ja was passiert. Offensichtlich hat ihn ein Wort getroffen, das sein Leben verändert hat, das ihn auf einen neuen Weg gesetzt hat. Wen sollen wir schicken? Frag Gott. Wen sollen wir schicken? Wen, wenn nicht dich oder dich oder dich? Uns alle. Gott will ja uns alle schicken, nicht nur Einzelne. Gott hat für jeden von uns eine Idee, was wir mit unserem Leben machen können. Und die Frage ist zum einen, ob wir es hören und dann, wenn wir es hören, ob wir bereit sind, das auch zu tun, was wir hören. Jesaja ist ziemlich klar. Hier bin ich. Schickt mich. Sind wir auch so klar? Würden wir das auch so sagen?
Sind wir auch bereit, schlechte Nachrichten weiterzusagen? In Griechenland damals wurden Menschen getötet, die schlechte Nachrichten überbracht haben. Hat sich nicht bewährt, machen wir nicht mehr, Gott sei Dank. Aber so ganz angenehm ist es nicht für diejenigen, die schlechte Nachrichten zu überbringen. Aber wenn man genau hinguckt, ist die Nachricht, die Jesaja weitersagt, ja überhaupt keine schlechte, sondern eine gute. Die Wurzel ist da. Die Wurzel trägt. Aus der Wurzel keimt Leben. Und die Wurzel ist unkaputtbar. Gott ruft dich. Hörst du ihn? Oder sie? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.